Lars Fischer, der Ausbildungsleiter der Stadt Remscheid. Neben ihm steht Larissa Jörges, Elektronikerin, würde man auch nicht direkt denken, im zweiten Ausbildungsjahr. Dann Marc Risch, Kfz-Mechatroniker, hätte ich auch nicht gedacht bei einer Stadtverwaltung. Und schließlich Roland Wegmann vom Ausbildungsmanagement. Da steht noch SB, was heißt das? Bitte? Aha, Sachbearbeiter. Sorry, so, jetzt haben wir das Mikrofon auch. So, ich bin Sachbearbeiter im Ausbildungsmanagement der Stadt Remscheid. Herr Fischer, fangen wir mal Ihnen mit dem großen Überblick an. Viele Jahre, glaube ich, hat Remscheid gar nicht so viel ausgebildet. Jetzt wieder. In wie vielen Berufen und wie viele Auszubildende haben Sie? Genau, also wir haben im Moment ungefähr 150 Auszubildende über 3 Einstellungsjahrgänge. Mhm. Also wir haben dieses Jahr 38 eingestellt und wollen das auch zukünftig so ungefähr halten. In wie vielen Berufen? Wir haben 25 Ausbildungsberufe insgesamt und dieses Jahr schreiben wir in 16 Ausbildungsberufen aus. Mhm. Deshalb habe ich jetzt auch mal atypische Fälle mitgebracht, in Anführungsstrichen, die halt nicht typisch in der Verwaltung arbeiten. Mhm. Ich habe das gerade angesprochen, dass das Image derjenigen, die in eine Stadtverwaltung, es kann ja auch eine Kreisverwaltung sein, die Aufgaben sind ja ähnlich gehen, das hat sich tatsächlich gewandelt. Hm? Ja, also das hat sich auf jeden Fall geändert. Wir legen halt auch sehr viel Wert darauf bei dem Auswahlverfahren, dass die Nachwuchskräfte halt auch sehr offen sind, sehr teamfähig sind und dann auch wirklich den Bürgern auch zu helfen. Also das ist schon sehr wichtig, weil so wie Herr Mast-Weiß es ja auch schon gesagt hat, die Bürger sind unsere Kunden und ja, das ist schon sehr wichtig für uns. Sprechen wir die Larissa doch gleich mal an. Elektronikerin bei der Stadt, was machen Sie da? Ja, es gibt verschiedene Gebiete, in denen ich tätig bin, vorwiegend natürlich in unseren Gebäuden. Mhm. Die wollen natürlich auch gewartet werden, teilweise saniert werden. Geht es um Datennetze zum Beispiel? Zum Beispiel auch, wenn neue Büros ausgebaut werden oder umgebaut werden, dann müssen auch eventuell die Steckdosen und Datendosen verlegt werden. Da muss man dann neue Leitungen ziehen, das ganz Klassische. Mhm. Man muss Brüstungskanäle oder Kabelkanäle anbringen. Das ist das, was die meisten auch im Gedanken haben, wenn sie an den Beruf Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik denken. Mhm. Es ist aber auch noch viel mehr. Ich speziell bin jetzt in der Gebäudeleittechnik auch tätig. Das bedeutet, dass wir von unserer Zentrale im Gebäudemanagement aus steuern, wann und wie warm zum Beispiel die Heizung wird. Aha, okay. Und wann die Lüftung zum Beispiel in unseren Sitzungssälen im Rathaus gerade angehen. Im Augenblick ein großes, wichtiges Thema. Genau, da ist mein Kollege, der auch ausgebildeter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ist, der ist da sehr beschäftigt, gerade die Programme zu schreiben. Das ist nämlich auch ein großer Teil. Mhm. Speicherprogrammierbare Steuerungen, die wir brauchen, um eben die Automatisierung in unseren Gebäuden gewährleisten zu können. Also sehr abwechslungsreich, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall. Und Sie kennen auch quasi alle Gebäude, die die Stadt Remscheid entweder besitzt oder angemietet hat. Ganz genau. Ich bin stadtweit tätig sozusagen. Okay, wunderbar. Sie haben, Marc, ein TBR-Schild. Das ist eine der Tochtergesellschaften der Stadt Remscheid. TBR, genau. Die technischen Betriebe. Das fängt vom Friedhof an und geht bis zur Straßenreinigung sozusagen. Und da gibt es viele, viele Autos. Ganz viele. Oh, angefangen von Müllwagen über Kehrmaschinen, die Wagen von den Kontrolleuren vom Ordnungsamt. Ah ja, richtig, klar. Die kleinen Fahrzeuge, genau. Wir haben eigentlich von der kleinen Kettensäge angefangen bis hin zum Sattelzug, haben wir einmal alles da. Meine Herren, wissen Sie, wie viele Autos insgesamt oder wie viele Fahrzeuge bei Ihnen zugelassen sind? Sehr viele. Also die genaue Zahl weiß ich leider nicht aus dem Kopf, aber es sind sehr viele. Wir haben immer was zu tun. Kann ich mir es denken. Sind spannende Arbeiten dabei. Und haben Sie das von Anfang an da gelernt oder hatten Sie schon eine Vorkenntnis irgendwo abseits von Praktika vielleicht? Jetzt bei der Stadt Remscheid selber nicht. Ja, bei der Stadt Remscheid, den Mechatroniker, haben Sie da angefangen? Genau, da habe ich ganz angefangen, bei null angefangen. Mhm. Ich hatte mich aus Zufall da beworben gehabt, also durch Mundpropaganda eigentlich. Darum finde ich, ist das heute auch eine schöne Gelegenheit, den ganzen jungen Leuten mal zu zeigen, wie vielseitig die Stadt Remscheid auch ist.
auch dass man nicht nur, bei mir steht zwar drin Bereich Nutzfahrzeug, aber wir machen wirklich alles. Man fängt von den kleinen Geräten an, geht über PKW, Traktoren, LKWs dann später, man macht einfach alles. Sie haben eben die Kettensäge erwähnt, die auch? Die auch, auch die kleinen Kettensägen. Zum Beispiel unsere Kollegen vom Forstamt, die haben ja auch schon mal Probleme dann mit ihren Geräten. Dann kommt halt auch mal eine Kettensäge rein, ein Freischneider von den Grünflächenämtern. Und Sie haben ja auch, ich sehe das ja selbst, wenn bei mir der Müllwagen vorbeifährt, die haben sich ja in den letzten 20 Jahren völlig verändert. Da sind ja heute Hightech-Maschinen geworden, kann man fast sagen. Das heißt, Sie müssen sich auch ständig auf dem Laufenden halten. Das heißt, es wird nicht langweilig. Genau, auch die Stadt Remscheid bietet uns auch regelmäßig immer Weiterbildung. Zum Beispiel in dem aktuellen Zeitraum mit Elektrofahrzeugen. Wir bei der TBR haben jetzt auch zwei Elektrofahrzeuge, die bilden dann auch Weiterbildungen für Hochvolttechnik und sowas alles an. Ah, ja. Was muss ich mir, Herr Wegmann, vorstellen unter Ausbildungsmanagement? Dass Sie im Grunde die verschiedenen Bereiche koordinieren? Es sieht so aus, dass wir jetzt mittlerweile Ausbildungsmanagement heißen, auch weil unser Fachgebiet Aus- und Fortbildung etwas größer geworden ist auch. Und wir natürlich auch den Anspruch entgegen des Trends, sage ich mal, nicht auszubilden. Wir bilden noch aus und wir bilden auch großzügig aus. Wir haben es eingangs schon gehört auch, dass wir dieses Jahr 38 Nachwuchskräfte auch wieder eingestellt haben. Das wird im nächsten Jahr ähnlich sein auch. So, wir haben jetzt die ersten, gehen haben Sie wir auch ein bisschen dichter dran. Ja, ich bin ein bisschen dichter dran. So, jetzt hören Sie mich auch besser, richtig? Ja. So, es sieht so aus, dass wir jetzt auch im nächsten Jahr dann auch jetzt schon wieder in den Auswahlverfahren sind fürs nächste Jahr auch wieder 16 Berufe am Start haben auch. Wir haben auch schon etliche Bewerbungen bekommen. Die Bewerbungsfrist ist noch bis 30.09. Sodass die Nachwuchskräfte sich aufpassen. Jetzt aufpassen. Also genau. Wir haben noch über eine gute Woche Zeit, sich zu bewerben. Das ist eine gute Gelegenheit. Ja. Richtig. Deshalb nutzen wir auch diese Chance, jetzt hier uns auch nochmal zu vermarkten, sage ich mal ganz ehrlich gesagt auch. Wir haben natürlich die klassischen Verwaltungsberufe auch. Da haben wir etliche Bewerbungen auch. Wir sind aber auch ein großer Arbeitgeber, sodass unser Ausbildungsspektrum recht groß ist, auch im technischen Bereich, so wie im Handwerk, so, und das möchte ich halt noch ein bisschen bewerben auch, so, wir haben jetzt hier einen Kollegen, Kfz-Mechatroniker auch, wir bilden aber auch in etlichen weiteren Berufen aus, sodass ich dann heute nochmal gerne Werbung machen würde für eine Berufssparte, sage ich mal, wo wir nicht so viele Bewerbungen bekommen auch, so, das ist dann zum Beispiel, los, und zwar. Genau, das ist die Straßenbauerin, so wie der Straßenbauer, auch gerne weiblich, ne, ist so. Auch bei TBR angesiedelt, genau, oder? Ist in den technischen Betrieben der Remscheider TBR angesiedelt auch, so der Straßenbauer an sich, man kennt die Remscheider Straßen, ne? So, wer durch Remscheid fährt, der weiß, dass Instandhaltung groß geschrieben wird auch so, und gerade die Straßenbauerin oder der Straßenbauer wird halt auch in der Straßenunterhaltung eingesetzt auch, ne? Das heißt halt auch Flickarbeiten zum Teil auch, ne? Aber auch Ausbesserungsarbeiten durchzuführen auch. Dr. Ne? Schlagloch. Genau, Dr. Schlagloch, so wie Sie es nennen mögen auch, ja, finde ich ein schöner Ausdruck auch. So, da ist es halt so, dass wir da kaum Bewerbung haben. Mhm. Es ist ein sehr vielseitiger und ist auch ein schöner Beruf. Ne? Man ist in der freien Natur, sage ich mal, und wer handwerklich irgendwie begabt ist oder das gerne erlernen möchte, ist bei uns gut aufgehoben. So, das erste Jahr wird er im Berufskolleg seine Ausbildung absolvieren, um die Grundkenntnisse kennenzulernen, die er im Straßenbau hinterher benötigt. Im zweiten Jahr wird er natürlich im Baubetrieb dann auch eingesetzt. Ja, klar. Auch, ne? Ja. Ich möchte noch was Allgemeines sagen. Ich bin ja nun in Remscheid geboren und obwohl ich lange im Ausland gelebt habe, bin ich immer gerne nach Remscheid zurückgekehrt und hier werde ich auch bleiben. Hier werde ich vielleicht auch sterben und auf einem der Friedhöfe des TBR dann auch mal beerdigt werden, möglicherweise. Die Stadt ist ja das engste Zusammenleben, was wir so kennen. Hier passiert unser Leben. Hat das bei Ihnen bei der Berufswahl eine Rolle gespielt, zu sagen, ich arbeite da, wo ich auch wohne, ich habe mit den Menschen zu tun und arbeite für die Menschen in meiner Stadt? Hat das eine Rolle gespielt? Seien Sie ehrlich, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Sie erwischen mich kalt, ich komme aus Solingen. Ach du liebe Zeit. Aber ich höre, in Solingen leben auch nette Menschen. Sie zum Beispiel. Ja, ich lasse das mal so stehen. Okay, alles klar. Nein, ich meine, grundsätzlich, vielleicht frage ich den Herrn Fischer. Ja. Es ist ja doch etwas, man tut ja was für die eigene Stadt. Das ist richtig. Also wir haben auch unheimlich viele Bewerbungen aus Remscheid, allerdings auch aus dem näheren Umland, Okay. Also Wuppertal, Solingen oder die kreisangehörigen Gemeinden wie Wermelskirchen und Rade vom Wald. Das ist natürlich schon perfekt, wenn man dann auch der eigenen Stadt wieder was zurückgeben kann. Mhm. Sicher, ja. Das ist schön. Wie ist denn die Bezahlung?
Man sagt ja immer, die Städte seien so arm und der öffentliche Dienst bezahlte nicht gut. Können Sie denn mithalten mit den Gehältern in der sogenannten freien Wirtschaft? Also das denke ich auf jeden Fall. Gerade in der Ausbildung, das ist ja alles tariflich geregelt, da bekommen alle unsere Auszubildenden im ersten Lehrjahr sogar schon über 1.000 Euro. Ah ja, okay. Und im Grunde, weil ja die Dienste einer Stadtverwaltung immer gebraucht werden, von der Straßenreinigung angefangen, funktionierende Dienste, wenn ich einen Personalausweis online oder überhaupt bestelle, dann brauche ich Ihre Dienste. Das heißt auch krisenfest, oder? Da gehe ich ganz stark von aus, ja. Ja, wunderbar, prima. Also, Bewerbungsfrist 30.09. Richtig, 30.09. Alles Weitere finden Sie bei remscheid.de/Ausbildung. So, da werden alle Ausbildungsberufe nochmal erwähnt, auch die wir ausschreiben und auch detailliert auch nochmal erklärt, was es beinhaltet. Und bei Gelegenheit kann man wahrscheinlich auch mal die Auszubildenden selbst ansprechen. Den Marc, der von der Kettensäge bis zum Müllauto alles instand hält. Oder auch die Larissa, die dafür sorgt, dass auch unsere Stadt im Laufe der Zeit ein wenig digitaler wird. Herr Fischer und Co., herzlichen Dank für den Besuch. Toi, toi, toi. Der Remscheider Ausbildungsmarkt stellte die Stadt Remscheid vor als einen der ganz, ganz großen und krisenfesten Ausbilder in unserer Stadt mit dem Gefühl, etwas für die eigene Stadt und die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu tun. Und Ausbildungsfrist 30.09. Also da läuft noch was. Bleiben Sie dabei, es kommen noch andere Berufe. Vielen Dank.